Ja, okay. Ich probier's. Ich gehe über die rechte Seite. Ja, okay, ja. Ja, hab einen. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Hab ihn. Ja, sick. Ja, nein, Mann, was ist das? Lol, ey. Ja. Hey, was ist das denn? Wo kommen die denn auf einmal her? Was machen die denn hier? Hey Freunde, ja. Hier sind gerade ganz zufällig Luftballons beim Zocken auf mich runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen. Hier steht gerade extrem schief. Aber die fliegen hier einfach runter. Schauen, was wir mit diesen machen können. Ja, Freunde, ihr deckt euch wahrscheinlich schon. Noch mehr Luftballons heißt. Meine Brille ist dreckig. Nein, noch mehr Luftballons heißt natürlich. So was schönes Luftballonbad, was ganz Gutes. Es kommen hier heute nur die Baba-Luftballons noch dazu. Ja, ich habe ja diese kleinen Luftballons da gekauft. Ach ja, apropos kleine Luftballons. Apropos. Ich habe noch mal 100 Stück und die werden da hier noch dazu kommen. Oh, hier ist Luft verloren. Ich weiß jetzt nicht. Ey Leute, ich weiß echt nicht, wo der diesmal herkommt. Da habe ich gerade gar keinen Plan. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ihr seht's. Neue Luftballons heißt neues Vergnügen. Und ey, man sieht gar nichts. Neue Luftballons heißt mehr Spaß und mehr Freude. Freunde, erstmal mache ich diese schönen Luftballons hier auf. Ampelking. So. So, erstmal machen wir hier schön die armen Smileys. Die armen Smileys machen wir hier schön auf. Reißen sie auf. Yeah. Ja, aufgerissen. Yay. So, jetzt ist hier ein Loch drin und ich krieg's nicht. Ja, jetzt ist offen. Hier nochmal schöne. Ah, das sind nur 8 Luftballons dafür. Das ist diese Baba-Luftballons. Ich glaube, man sieht's gleich am Anfang, die werden fett. Boah, die stinken vielleicht. Schon wieder richtig the king of the Luftballon. Oh, the king of the Luftballon number 2. Wir haben jetzt davon schon zwei große Luftballons draußen auf dem Meer. Baba! Freunde, wir kommen in den Endspurt! Freunde, willkommen zum allerletzten Laufballon! Ja, so sieht's aus, wenn ich übrigens den Körper habe und sich danach wieder abziehe. Ja, willkommen. Wollte ich gerade sagen, nein, wir
Willkommen zum Alex Luftballon. Und was ist das denn? Das ist nochmal unser Luftballons. Ich hab zumindest nächste Woche. So, dieses Wochenende. Samstag oder Sonntag. Au! Hä, wie ist der gerade kaputt gegangen? Hat er gerade komplett zerfetzt? Geh mal lieber weg, ey. Ich hab diesen Luftballon gerade. Ich nehme euch mal kurz aus der Halterung. Hier, mit diesem Ding, berührt. Und er ist explodiert! Er ist einfach explodiert! Oh mein Gott. Diesen Luftballons ist nicht zu trauen. Die können alles machen. Das sind letzten welche sich zu prall aufpumpen. Wie zum Beispiel diese. Der hier. Weg. So klein. So, ich habe jetzt etwas Luft entweichen lassen. Das hatte ich schon mal gehört, wie im Kurzen und wenn man gleichzeitig. Hier seht ein Bild eingeblendet. Also, ihr werdet ein Bild eingeblendet sehen, was man da gleichzeitig macht. Denn ich will hier keine. Ey, Freunde, nicht umfallen! Freunde, nein! Ich muss kurz den Luftballon retten. Freunde, das ist hier der letzte Luftballon. Ich habe ihn jetzt gerettet. Da hinten seht ihr die anderen. Jetzt geht's deinen Freunden! Geh zu deinen Freunden! Ey, nein, Freunde! Deine Zerstörung! Jo, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich am Mittwoch, wenn euch das Video gefallen hat. Hat es euch gefallen? So, jetzt lassen wir hier noch eine Runde spielen. Ey, bist natürlich brav, macht gut, Freunde, ich bin jetzt nochmal hier vom Schnitt und ich habe den Grund des platzenden Luftballons herausgefunden. Und zwar. Da war so eine Nadel, also da war so eine Tacke am Boden, mit dem die Luftballonverpackung zugetackert war. Und da habe ich halt drauf gedrückt mit dem Fuß vom Selfie-Stick. Und wenn ich da drauf drücke, dann wird es da unten gedrückt und macht's BAM! Und